Das Meteorologische Observatorium Lindenberg des Deutschen Wetterdienstes ist etwa 50 Kilometer südöstlich von Berlin gelegen. Es wurde im Jahr 1905 gegründet, von Richard Aßmann, einem der beiden Entdecker der Stratosphäre. Deshalb trägt es auch den Beinamen Richard-Aßmann-Observatorium. Die Sondierung der Vertikalstruktur der Atmosphäre, die Messung der Solar- und Himmelsstrahlung und die Untersuchung von Wechselwirkungsprozessen zwischen der Erdoberfläche und der Atmosphäre sind die Hauptaufgaben des Observatoriums. Die Daten aller Messprogramme ergeben einen Referenzdatensatz, der die physikalischen Parameter und Prozesse in der Atmosphäre über Lindenberg vom Boden bis in die Stratosphäre charakterisiert, die sogenannte Lindenberger Säule. Dieser Datensatz wird unter anderem für die Klimaüberwachung und die Verbesserung numerischer Wettervorhersagemodelle genutzt. Um ihren vielfältigen Aufgaben gerecht zu werden, wenden die Wissenschaftler am Richard-Aßmann-Observatorium unterschiedliche Messverfahren an. Viermal täglich, und dies bereits seit 1947, werden Radiosondenaufstiege durchgeführt. Radiosonden sind weltweit das Standardmessverfahren, um Vertikalprofile von Luftdruck, Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und Wind zu bestimmen. Seit etwa zwei Jahrzehnten werden Profilmessungen zunehmend mit bodengebundenen Fernmessverfahren durchgeführt, die mit Schall, Licht oder Radiowellen arbeiten. Eines davon ist der Radar-Windprofiler, der es ermöglicht, den Wind bis in 16 Kilometer Höhe zu bestimmen. Das Lasermesssystem RAMSES liefert Daten über den Wasserdampf, die Temperatur und über Wolkenteilchen. Die leistungsfähigen Fernmessverfahren gestatten auch die Erfassung von kleinräumigen und kurzlebigen Strukturen in der Atmosphäre, die mit Radiosondenaufstiegen alle 6 oder 12 Stunden nicht untersucht werden können. Zwei Messfelder des Observatoriums sind speziell auf Messungen in den bodennahen Luftschichten, der sogenannten atmosphärischen Grenzschicht, ausgerichtet. An Masten von bis zu 99 Metern Höhe werden hier zum Beispiel die Profile von Temperatur, Wind und Wasserdampfgehalt der Luft erfasst. Außerdem wird untersucht, wie Wärme, Wasserdampf und Energie zwischen Landoberfläche und Atmosphäre ausgetauscht werden. In Lindenberg werden außerdem die Strahlung der Sonne und des Himmels sowie die Ausstrahlung von der Erdoberfläche in verschiedenen Wellenlängenbereichen erfasst. Strahlungsmessungen an möglichst vielen Orten weltweit sind die Grundlage für die Bestimmung der globalen Energiebilanz. Um die Vergleichbarkeit der Strahlungsmessungen zu sichern, werden die Messgeräte in Lindenberg regelmäßig gegen internationale Standards kalibriert. Aufgrund seiner vielfältigen Kompetenzen ist das Observatorium Lindenberg national und international vernetzt. Eine führende Rolle kommt ihm beispielsweise im internationalen Messnetz aerologischer Referenzstationen zu. Es verfolgt das Ziel, qualitativ hochwertige Daten aus der freien Atmosphäre für die Klimaforschung zu gewinnen. In Lindenberg ist das sogenannte LEAD Center angesiedelt, das im Auftrag der Weltorganisation für Meteorologie für die Koordinierung und Entwicklung des gesamten Netzwerkes zuständig ist. Wenn Sie mehr über das Meteorologische Observatorium Lindenberg und seine Aufgaben erfahren möchten, dann besuchen Sie uns doch einfach im Internet unter www.dwd.de/mol. Deutscher Wetterdienst. Wetter und Klima aus einer Hand.